Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euch solch eine Stoffblume nähen könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Schneidet euch als erstes aus Stoffresten die jeweilige Anzahl der Kreise aus. Wenn ihr alles zugeschnitten habt, nehmt ihr euch als nächstes Nadel und Faden und verknotet die beiden Fadenenden. Nehmt euch dann als erstes einen der großen Kreise und faltet ihn mittig links auf links aufeinander. Jetzt stecht ihr mit der Nadel von hinten durch den Halbkreis und stecht dann abwechselnd von oben durch den Stoff und wieder von unten. Das macht ihr jetzt einmal komplett am Halbkreis entlang. Wenn ihr das komplett gemacht habt, zieht ihr so weit am Faden, dass sich euer erstes Blütenblatt formt. Nehmt euch dann einen Kreis, eine Nummer kleiner, und macht damit genau das Gleiche. Also einmal links auf links falten, entlang der offenen Seiten eine Naht setzen und dann den Faden so zusammenziehen, dass sich das nächste Blütenblatt formt. Das Gleiche macht ihr nun jetzt auch noch mit den anderen 6 Kreisen. Immer abwechselnd. Wenn sich nun alle 8 Blütenblätter auf eurem Faden befinden, könnt ihr das letzte Blütenblatt mit dem ersten Blütenblatt verbinden. Näht die beiden Blütenblätter einfach mit ein paar Stichen zusammen. Wenn die beiden Stücke gut aneinander genäht sind, könnt ihr einen Knoten setzen und den Faden abschneiden. Nehmt euch dann die nächsten beiden Kreise und legt diese rechts auf rechts aufeinander und näht die beiden Kreise dann im Abstand von etwa einem halben Zentimeter zusammen und lasst dabei eine kleine Wendeöffnung. Am Anfang und am Ende verriegel ich die Naht. Jetzt könnt ihr das einmal wenden. Wenn ihr das gewendet habt, legt ihr die Nahtzugaben nach innen. Damit sie nun nicht mehr aus der Wendeöffnung rausrutschen, stecke ich sie mir einmal mit einer Nadel fest. Nehmt euch nun die Blüten und dreht sie um und positioniert diesen Kreis etwa mittig und steckt es euch einmal mit ein paar Nadeln fest. Näht den Kreis nun im Abstand von einem halben Zentimeter mit einem einfachen Geradstich an den Blüten fest. Bei dieser Naht braucht ihr nur am Ende zu verriegeln. Näht am Ende nochmal kurz über den Anfang und verriegelt dann. Bis hierher sollte eure Blume nun so aussehen. Nehmt euch jetzt die letzten beiden Kreise, legt diese ebenfalls rechts auf rechts aufeinander und näht auch hier im Abstand von einem halben Zentimeter die beiden Stücke zusammen und lasst eine Wendeöffnung. Auch das wird einmal gewendet und die Nahtzugaben werden nach innen gesteckt und mit einer Nadel fixiert. Diesen Kreis positioniert ihr nun auf der Vorderseite eurer Blume und näht ihn mit einem Zierstich oder einem Kammstich an den Blüten fest. Ich werde einen Kammstich nehmen. Wenn ihr diese letzte Naht gesetzt habt, ist die Blume fertig. Ich hoffe, dass mein Video euch gefallen hat und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachnähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!